Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review. Heute schauen wir uns eins der begehrtesten kabellosen Headsets an, das Astro A50 für PlayStation und PC. In einem der letzten Videos habe ich euch den Astro Mix M Pro vorgestellt. Heute wollen wir schauen, ob das A50 mit eingebautem Mix M genauso gut ist. Wie jedes Produkt von Astro kommt auch das A50 in einer sehr hochwertigen und sehr schönen Verpackung. Das A50 gibt es in zwei unterschiedlichen Versionen, einmal für die PlayStation sowie für die Xbox. Beide Versionen sind natürlich auch am PC und am Mac nutzbar. Nach dem Öffnen der Box liegt auch schon das A50 vor uns. Das A50 besteht in großen Teilen aus Plastik, fühlt sich aber gleich sehr hochwertig an und ist auf den ersten Blick sehr gut verarbeitet. An der linken Seite haben wir das Mikrofon mit Flip-Stummschalter, sprich das Mikrofon wird durch Herunterklappen aktiv. Die Ohrpolster sind aus Velour und fühlen sich hier schon mal sehr weich und bequem an. An der Seite finden wir den Ein-Ausschalter, den Dolby bzw. Stereo Umschalter, einen Schalter für die Equalizer Profile sowie einen Lautstärkeregler. An der Unterseite finden wir dann noch die Ladekontakte für die Ladestation sowie einen USB-Anschluss. An der rechten Seite des A50 lässt sich der Lautstärke-Mix für Game- und Chat-Sound steuern. Auf beiden Seiten lässt sich das A50 natürlich auch noch in der Höhe verstellen und so der jeweiligen Kopfform anpassen. Die Ladestation des A50 ist nicht nur eine Ladestation. Sie ist zugleich auch eine USB-Soundkarte mit eingebautem Mixamp und dient somit zur Steuerung der GameChat Balance. Durch die integrierte Mixamp-Technologie hat man verzögerungsfreie Chat-Kommunikation mit Dolby-Sound und optimiertem Chat- und Spielsound. Das Ganze lässt sich aber auch auf Stereo umschalten. Sie ist 3D-audiofähig und geeignet für Windows Sonic oder Dolby Atmos auf dem PC. Über die Astro Command Center Software lassen sich die Audio-Einstellungen auch noch individuell anpassen. Diese Software habe ich in einem der letzten Videos zum Mix M Pro schon mal vorgestellt. Die Astro Command Center Software gibt es sowohl für PC als auch für Mac. Über die Command Center Software lässt sich dann auch die Firmware aktualisieren für den künftigen Betrieb des A50 an einer PlayStation 5. Auf der Rückseite der Basisstation finden wir unterschiedlichste Anschlüsse. Auf der linken Seite haben wir den Umschalter für den Betrieb an PC oder PS4, gefolgt von dem USB-Ladeanschluss. In der Mitte finden wir den optischen Eingang für den Anschluss der PlayStation 4. Der optische Ausgang daneben lässt sich als Streamport nutzen. Damit könnten wir den kompletten Spiel- und Chat-Sound zum Beispiel an einen PC übertragen. Über den AUX-Anschluss können wir wiederum Sound vom PC auf dem A50 ausgeben. Über den Micro-USB-Anschluss schließen wir das Ganze je nach Anwendung an den PC oder an die PlayStation an. Laut Astro hält der wiederaufladbare Akku für mehr als 15 Stunden. Die Basisstation läuft auf 2,4 GHz und das Headset hat eine Reichweite bis zu 10 Metern. Das A50 hat also jede Menge zu bieten und ist nach dem Firmware-Upgrade auch an den neuen Konsolen nutzbar. Nachdem ich das Ganze jetzt einige Tage ausgiebig getestet habe, gibt es für mich positive sowie auch negative Aspekte. Was mir nicht so gut gefallen hat, ist die Steuerung der Balance zwischen Game- und Chat-Sound. Mit den Tasten an der Seite des Headsets lässt sich das Ganze nicht so dezidiert steuern wie beispielsweise mit einem Mix M Pro. Auch hatte ich so meine Probleme mit den Equalizer-Einstellungen, sodass ich das Ganze nachher im Stereo-Modus betrieben habe. Aber auch hier ist der Sound nicht ganz so klar wie beispielsweise bei einem kabelgebundenen Headset und dem Mix M Pro.
Für die Ortung von Gegnern und ähnlichem habe ich dann für Call of Duty das Profil 3 gewählt und bei Fortnite das Profil 2. Auch, dass man die Basisstation jedes Mal wieder an den PC anschließen muss, um die Audioeinstellungen zu verändern, ist etwas umständlich. Und mein letzter Kritikpunkt ist die Soundqualität des Mikrofons. Das Mikrofon funktioniert gut und zuverlässig, aber für den Preis hätte ich mehr Soundqualität erwartet. Natürlich gibt es nicht nur negative, sondern auch positive Punkte, wie beispielsweise das Gesamtkonzept des A50. Gerade die einfache Nutzung des Headsets in Kombination mit der Ladeschale, in die man das Headset einfach nur reinstellen muss, gefällt mir sehr gut. Das kabellose A50 funktioniert sehr zuverlässig und auch der Tragekomfort ist sehr gut. Der Anschluss an den PC oder an die PlayStation funktioniert auch recht einfach und auch die Bewegungsfreiheit, die man mit dem kabellosen A50 genießen kann, ist natürlich von großem Vorteil. Mit dem A50 bekommt man also ein sehr gutes und bequemes Headset zum Anschluss an den PC oder die PlayStation. Aktuell gibt es das Astro A50 für ca. 250 Euro bei Amazon. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Alternativ zum A50 kann ich noch den Astro Mixamp Pro mit kabelgebundenem Headset empfehlen. Den Link dazu findet ihr oben rechts in der Ecke. Gerade mit dem kabelgebundenen A40TR stellt der Mixamp Pro eine gelungene Alternative dar. Wenn ihr mehr Wert auf Soundqualität legt, seid ihr mit dem Astro Mixamp Pro und einem kabelgebundenen Headset besser bedient. Wenn ihr einfach nur kabellos zocken wollt und gute und ordentliche Soundqualität bei bequemem Tragekomfort genießen wollt, dann ist das A50 klar die bessere Wahl. Damit wären wir auch schon am Ende des Reviews. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bei Fragen schreibt mir gerne in die Kommentare. Über einen Like und ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich jetzt euch noch viel Spaß beim Zocken und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.